Weltkriegs eingeleitet. Bundespräsident Alexander Van der Bellen verabschiedet heute das österreichische Fußballnationalteam. Und es bleibt weiterhin schwül, vereinzelt gibt es Gewitter. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu ORF 3 aktuell am Abend. In der Normandie in Frankreich wird heute in einer großen Feier an die Landung der alliierten Truppen vor genau 80 Jahren gedacht. Staats- und Regierungschefs aus aller Welt sind dabei. Am sogenannten D-Day, also am 6. Juni 1944, waren etwa 150.000 Soldaten an den Stränden der Normandie gelandet. Ein knappes halbes Jahr später war der Zweite Weltkrieg in Europa dann vorbei. Die Helden vom D-Day. Wer damals dabei war, ist heute um die 100 Jahre alt. Letzte Gelegenheit also für die Weltpolitik, für die Befreiung Europas zu danken. Es ist die höchste Ehre, so US-Präsident Biden, vor Ihnen zu salutieren. König Charles zieht die Lehren aus der Geschichte. Freie Nationen müssen zusammenstehen, um sich der Tyrannei zu widersetzen. Free nations must stand together to oppose tyranny. Gedenken an den Kampf für die Demokratie, da ist der Bezug zur Gegenwart natürlich nicht weit. Genau den wünscht sich Ukraines Präsident Zelensky, heute ebenfalls Ehrengast der Feiern. Er erhofft sich einen Schub in der Unterstützung für sein Land. Welchen Preis zahlen wir für die Freiheit? Sie haben mit dem Einsatz ihres Lebens geantwortet. Und 80 Jahre später stellt sich die Frage noch immer. Erstmals seit fast 5 Jahren senkt die Europäische Zentralbank die Zinsen. Und das ist für all jene eine gute Nachricht, die es überlegen, sich einen Kredit zu nehmen. Sparer hingegen müssen sich damit anfreunden, dass sie weniger Zinsen für ihr Geld bekommen. Es hat kaum einen Zweifel daran gegeben, jetzt allerdings ist es offiziell. Die EZB senkt die Zinsen und die Chefin begründet das unter anderem so. Seit unserem Treffen im September 2023 ist die Inflation um mehr als 2,5 Prozentpunkte gesunken und die Inflationsaussichten haben sich deutlich verbessert. Und natürlich stimmt das auch. Im Mai allerdings ist die Teuerung im Euroraum wieder etwas gestiegen, von 2,4 auf 2,6%. Zur Erinnerung, die EZB strebt einen Wert von genau 2% an. Weitere Zinssenkungen dürften jedenfalls folgen. Sparerinnen und Sparer werden also damit leben müssen, dass sie etwas weniger Zinsen bekommen. Kredite könnten ein wenig billiger werden, allerdings nicht sofort, sondern wohl erst in einigen Monaten. Wir bleiben noch in der Wirtschaft. Beim Stahlkonzern Voestalpine ist nicht nur der Gewinn massiv eingebrochen, ein Manager soll außerdem jahrelang Bilanzen gefälscht haben. Dabei geht es um rund 100 Millionen Euro. In einer Pressekonferenz war davon allerdings keine Rede. Die Manipulation wird lediglich in wenigen Sätzen im Geschäftsbericht erwähnt. Jahrelang soll ein Spitzenmanager mit Hilfe eines Buchhalters Bilanzen gefälscht haben. Im Geschäftsbericht der Voestalpine ist das nur eine Randnotiz. Bei der fast eineinhalbstündigen Pressekonferenz gestern waren die Verfälschungen kein Thema. Aufgeflogen ist der Skandal firmenintern, außerdem schon im Februar. Die Voestalpine könnte somit möglicherweise gegen Vorschriften verstoßen haben. Denn Unternehmen, die an der Börse notiert sind, wie eben die Voestalpine, müssen Informationen, die den Aktienkurs beeinflussen könnten, sofort bekannt geben. Bei der möglichen Schadenssumme von 100 Millionen Euro kann ich mir allerdings schon vorstellen, dass das eine kursrelevante Information ist. Diese Meldepflicht sei nicht bestanden, heißt es wiederum von der Voestalpine. Der Fall wird jetzt von der Finanzmarktaufsicht geprüft. Bleibt die Frage, haben die Kontrollinstrumente versagt? Gänzlich würden sich solche Fälle nicht vermeiden lassen, sagt der Experte. Das Problem ist, wenn die Betrugshandlungen von Führungskräften passieren, die meistens sehr gut über die internen Kontrollen und wie man sie auch umgehen kann, Bescheid wissen, dann ist es oft sehr schwierig, das herauszufinden und dann kann nicht mit hundertprozentiger Sicherheit davon ausgegangen werden, dass man sowas entdeckt. Auch bei der Voestalpine will man die Vorgänge jetzt prüfen. Ergebnisse soll es bis September geben. Damit nach Deutschland. Nach dem Messerattentat von Mannheim vergangenen Freitag, bei dem ein Polizist gestorben ist, will Deutschland nun seine Abschiebepolitik ändern. Bundeskanzler Olaf Scholz tritt dafür ein, Schwerstkriminelle künftig wieder abzuschieben. Es empört mich, wenn jemand schwerste Straftaten begeht, der hier bei uns Schutz gesucht hat. Solche Straftäter gehören abgeschoben, auch wenn sie aus Syrien und Afghanistan stammen.
Seit knapp 3 Jahren nach der Machtübernahme der Taliban schickt Deutschland niemanden mehr nach Afghanistan zurück. In der deutschen Ampelkoalition sind verschärfte Abschieberegeln umstritten. Die Grünen haben massive Bedenken. Wir haben uns mit unseren Verbündeten. Und damit wechseln wir das Thema. Die israelischen Streitkräfte haben im Gazastreifen eine Schule des Palästinenserhilfswerks der Vereinten Nationen getroffen. Dort habe sich eine Stellung der Hamas befunden, heißt es seitens Israel. Die Hamas spricht hingegen von bis zu 45 zivilen Opfern, die in dieser Schule Schutz gesucht haben sollen. Seit Kriegsbeginn dienen Schulgebäude des UN-Palästinenserhilfswerks in Gaza häufig als Notunterkünfte für Geflüchtete. Israel wirft der Hamas immer wieder vor, aus zivilen Einrichtungen wie diesem Schulkomplex zu operieren, Zivilisten zu gefährden und sie bewusst als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen. Laut israelischer Armee habe der nächtliche Angriff rund 20 bis 30 Hamas-Kämpfern gegolten, die sich in den Klassenräumen aufgehalten haben und von dort aus Terroranschläge auf israelische Truppen geplant hätten. Binnenflüchtlinge haben sich laut Israel nicht in dem angegriffenen Bereich aufgehalten. Eine Darstellung, der die Hamas vehement widerspricht. Sie bezeichnet den Angriff als grausames Massaker an Zivilisten. Unter den Todesopfern seien viele Frauen und Kinder. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben beider Seiten derzeit nicht. Als erstes Land öffnen die Niederlande heute die Wahllokale für die Europawahl. In den Tagen darauf folgen immer mehr EU-Mitgliedstaaten. Der große Wahltag ist dann am Sonntag, der 9. Juni, auch in Österreich. 720 Abgeordnete werden insgesamt gewählt. Damit ist auch der Wahlkampf hier in Österreich in der Zielgeraden. Die ÖVP hat heute zu ihrer Abschlussveranstaltung vor die Parteizentrale geladen. Auftritt Reinhold Lopatka, der ÖVP-Spitzenkandidat, flankiert vom Generalsekretär. Beide versuchen, das ÖVP-Wahlkampfteam noch einmal zu motivieren. Und jetzt geht es darum, in den letzten Stunden diese Stimmung auch in Stimmen umzusetzen, damit das Wahlergebnis ein gutes wird am kommenden Sonntag. Offizielles Wahlziel bleibt Platz 1, auch wenn die Umfragen zuletzt ein anderes Bild gezeigt haben. Eine starke Wirtschaft und einen robusten Außengrenzschutz nennt Lopatka als Schwerpunkte. Ja, wir brauchen in einigen Bereichen mehr Europa, aber nicht für den Kleinkram. Nicht hier überschießend regeln. Das ist unser Konzept für Europa. Nicht dabei ÖVP-Chef Karl Nehammer, der das Fußballnationalteam zeitgleich zur EM verabschiedet. Und da habe ich großes Verständnis, dass der Herr Bundeskanzler hier seine Unterstützung zeigt. Mir hat das schon sehr oft gezeigt. Da habe ich überhaupt keine Sorge. Das Ende des Wahlkampfs ist freilich erst, wenn das letzte Wahllokal geschlossen hat. Die Europawahl ist weltweit eine der größten demokratischen Wahlen. Rund 360 Millionen Menschen sind wahlberechtigt. Am Sonntag soll es ab 17 Uhr erste Trendprognosen geben. Wie diese Stimmen ausgezählt werden und wie das Ergebnis zustande kommt, erklärt Armin Rabitsch. Er ist Experte für Wahlen und Demokratie. Es sind im Prinzip 27 unabhängig voneinander stattfindende Wahlen in allen 27 Mitgliedstaaten. Also es gibt keine europäische Wahlkommission oder Wahlbehörde. Das wird unabhängig von den 27 Mitgliedstaaten und deren Wahlbehörden durchgeführt, diese Wahl. Und dann zählt dann die österreichische Wahlbehörde diese Stimmen aus. Aber es gibt auf europäischer Ebene eine Webseite des Europaparlaments, wo eben dann diese ganzen 27 Resultate gesammelt werden und aufbereitet werden, wo man dann eben sehen kann, wie sind die Wahlen in den Mitgliedstaaten ausgegangen und was hat das für einen Effekt für das Wahlergebnis auf europäischer Ebene. 8 Tage sind es noch, dann beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Und vor so einem Event gibt es die Tradition, dass der Bundespräsident dem ÖFB-Team persönlich alles Gute wünscht. Heute Vormittag wurde dann die Mannschaft vor der Hofburg auf die Reise geschickt. Passenderweise am Heldenplatz wird Österreichs Fußballnationalteam empfangen und verabschiedet. Bereit für fußballerische Heldentaten bei der Euro 2024. Sie haben in der Qualifikation und den Vorbereitungsspielen gezeigt, was in ihnen steckt. Sie haben gezeigt, dass Österreich gegen jede Mannschaft bestehen kann. Etwaige Zweifel ob der nicht einfachen Gruppe. Die Glücksfee war gerade nicht dabei, Frankreich, Niederlande. Wischt das Team mit Zuversicht weg. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass wir auch eine erfolgreiche Europameisterschaft spielen werden, weil unsere Mannschaft wirklich einen
tollen Charakter hat, Teamgeist hat. Am 17. Juni steigt Österreich gegen Frankreich ins Euro-Turniergeschehen ein. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche UEFA Euro 2024 und dass Sie alle gesund wieder zurückkommen. Alles andere ist primär. Dankeschön. Italien bricht neuerlich alle Tourismusrekorde. Im vergangenen Jahr gab es um 3% mehr Nächtigungen als im Rekordjahr 2019 und für heuer wird ein weiteres Wachstum vorgesehen. Vor allem die Zahl der ausländischen Besucherinnen und Besucher ist massiv gestiegen. Die meisten zieht es in die Region Venetien, rund um Venedig. Die Tourismuswirtschaft bringt auch Probleme. In Rom etwa kollabiert oft der Verkehr, der Müll geht über und es fehlen Taxis und Wohnungen. Venedig versucht seit kurzem mit einer Eintrittsgebühr das Problem in den Griff zu bekommen. Und damit kommen wir zum Wetter. Morgen bleibt es noch weiterhin schwül, vereinzelt kann es gewittern. Die Details hat heute Manfred Meixner. Jetzt am Abend und in der Nacht sind noch teils kräftige Schauer und Gewitter möglich und es geht morgen schwül, warm und am Nachmittag gewittrig weiter. Am Wochenende ändert sich wenig, es bleibt sehr warm, schwül und zeitweise sonnig und neuerlich werden teils kräftige Schauer und Gewitter nicht ausbleiben, auch Unwetter sind. Kultur heute sehen Sie wie gewohnt um 19.45 Uhr. Um 19.45 Uhr in Kultur heute, ein Kultur heute Spezial vom österreichischen Filmpreis. Ich begrüße ganz viele der Gewinnerinnen und Gewinner des heutigen Abends und werfe mit Gabriele Flossmann, Filmexpertin, einen Blick zurück auf die Gala. Kultur heute Spezial um 19.45 Uhr. Das war ORF 3 aktuell. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wie gewohnt sehen Sie die Nachrichten jetzt auch noch in einfacher Sprache, sowie die schönsten Geschichten aus den Bundesländern. Ab morgen 9.30 Uhr begrüßt Sie dann mein Kollege Philipp Maywald und bringt Sie auf den neuesten Stand. Ich darf mich für heute verabschieden und wünsche einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen.